bin jetzt 25 Jahre alt, habe mein erstes Piece irgendwie im Alter von ungefähr 13 Jahren gemacht. Also zum ersten Mal eine Sprühdose in der Hand gehabt und illegal ein Bild gemalt. Und hat sich also seitdem eigentlich nicht geändert. Illegale Bilder male ich auch heute immer noch. Halt viele Leute in meinem Alter, die sich dann irgendwie, die langsam ruhiger werden und irgendwie was anderes finden. Bei mir ist es zurzeit immer noch so, dass ich eben immer noch sehr stark daran hänge und jetzt sozusagen mein tägliches Leben eigentlich auch fast, also manchmal sage ich mir, zu sehr mitbestimmt. Also ich würde mich als Writer oder überhaupt Graffiti-Sprüher eigentlich ziemlich als zugehörig zur Gesellschaft sehen. Also irgendwie, ich meine, das, im ersten Moment denkt man so irgendwie, das ist Leute, die sich total rausstellen aus der Gesellschaft und irgendwie ihr eigenes Ding machen. Auf eine Art macht man es ja auch, weil man einfach gewisse Regeln nicht akzeptiert. Aber eigentlich so die Graffiti-Szene an sich ist ohne die Gesellschaft, die wir haben, irgendwie eigentlich gar nicht denkbar. Also die Position in der Gesellschaft ist ja eigentlich also eine anonyme und eine öffentliche zugleich. Und es ist eigentlich auch gleichzeitig eine große Motivation, dass man sich selber eine Identität aufbaut, dass man halt bekannt und unbekannt zugleich ist. Und das ist auch das, was ich nach vielen Jahren immer noch interessant an der Sache finde. Lass aber. Hier sind wir vor einer Kita im Prenzlauer Berg. Und diese Kita ist nicht nur der Eingang sehr zugeschmiert, sondern die ganze Fassade und die Fenster. Diese Kita war auch mit Farbschmierereien zugesprüht.
Eine Firma, die Mitglied unserem Verein ist, hat im November vergangenen Jahres diese Kita als Sponsoringleistung für den Bezirk sauber gemacht. Und Sie sehen an den Anlagen, neben den Gleisanlagen, dass die alle besprüht sind. Seit 2 Tagen ist wieder eine kleine Verschmierung dran. Die muss sofort entfernt werden und wird auch sofort entfernt. Denn wenn wir dies nicht tun, kann man darauf warten, dass in Kürze das ganze Denkmal wieder in dem verwahrlosten Zustand ist, in dem es schon einmal war. Hier haben Sie noch ein Beispiel da oben, wie waghalsig, und das ist ja dann der Kick- und Adrenalinspiel, der gesucht wird, dass dann von dieser Höhe gesprüht wird, indem man sich mit Seilen runterlässt. Auf dieser Seite sehen Sie wirklich, dass die Hausbesitzer sauber halten, die Graffitis wegmachen und auch dafür sorgen, dass dies so bleibt. Auf der anderen Seite sehen Sie Häuser, die schon seit längerem mit Graffitis beschmiert sind. Und gleichzeitig ist auch spürbar, dass dort die Vermietung sehr schwierig ist. Also, mein Name ist Karl Hennig, ich bin der Vorsitzende des Vereins Nuffiti. Dieser Verein hat sich 1994 hier in Berlin gegründet und wir waren die Ersten in Deutschland, die einen Anti-Graffiti-Verein in Deutschland gegründet haben. Entstanden ist das Anliegen, diesen Verein zu gründen, weil wir gerade hier im Ostteil der Stadt nach der Wende erlebt haben, wie also die Fassaden, die weitgehend bis 89, 90 noch Kriegsschäden hatten und ziemlich verwahrlost runtergekommen sind, mit hoher Handwerkskunst, mit viel Liebe zum Detail und hohem finanziellen Aufwand wiederhergerichtet worden sind, diese schönen Gründerzeitquartiere. Und dass wir erleben mussten, kaum dass die Gerüste weggenommen worden sind, wurden die Wände schon verschmiert. Und das war ein großes Ärgernis. Und aus diesem Ärgernis heraus haben wir gesagt, man muss etwas dagegen tun, weil wir oft erlebt haben, dass die Menschen gesagt haben, man kann nichts dagegen tun. Und damals war das auch noch Mitte der 90er Jahre in der Politik so, dass man diese Graffiti-Schmierereien sehr undifferenziert eingeordnet als Jugendkunst und Jugendkultur. Und da mussten wir uns sehr stark auseinandersetzen und wir hatten am Anfang wenig Verständnis für unsere Arbeit. Und wir haben dann begonnen, beispielhaft dann im öffentlichen Raum Denkmäler und Straßen und Häuser sauber zu machen und haben erstmal gezeigt, man kann etwas dagegen machen. Auf der einen Seite sind wir schon so irgendwie eine Gruppe für sich, die nicht verstehen, weil der Großteil der Leute um mich herum nicht mal versteht, dass es sich ja eigentlich um Namen handelt, die da stehen, und dass sich diese Namen irgendwie wiederholen und Leute eben die Information geben, dass sie da waren, so was ja letztendlich Graffiti ist. Du nimmst den Namen und diesen Namen verbreitest du so. Und die ist halt schon eine Information für Insider, weil die größte Menge der Leute erstens kein Interesse hat und zweitens wahrscheinlich auch dadurch, dass eben der Style eine wichtige Rolle spielt, nicht mal in der Lage sind, aus diesem Gewirr, was sie da sehen, irgendwie Buchstaben rauszulesen. Also wenn man es jetzt aus dem Kunstblickwinkel betrachtet, war es ja oft so, dass irgendwie neue Kunst oder moderne Kunstarten oder Richtungen irgendwie alte Werte zerstört haben. Und was wir heute als Werte haben, die überhaupt noch als Werte gesehen werden, sind das materielle Sachen. Und die zerstört man halt mit Graffiti oder greift sie an.
Ja, wenn man mitspielen will, ist das schon ein ziemlicher Zeitaufwand auf jeden Fall. Ja, es ist auch verschieden bei den verschiedenen Sachen, die man macht. Also ob man jetzt Züge oder Wände malt. Bei Zügen investiert man viel Zeit, um Stellen überhaupt erstmal anzugucken, ob es klappt, weil die halt sehr gut bewacht werden. Und manchmal ist man da halt nächtelang unterwegs und es klappt einfach nicht. Und dann auch die Motivation zu behalten, ist manchmal schon schwer. Ich hatte vorhin erwähnt, dass sich die Dienststelle in einen Teil der Sachbearbeitung und einen operativen Teil trennt. Den operativen Teil, den kann ich Ihnen ja aus bestimmten taktischen Maßnahmen und Geheimnissen, die auch Geheimnisse bleiben sollen, für diese Dienststelle so nicht erzählen. Ich kann Ihnen aber zeigen, was nachts dann so anfällt, was zu uns kommt. Klassisches Tatmittel, Sprühdosen, Stifte, möglichst dick, nicht mehr wasserlöslich, ganz klar. Rucksäcke als Transportmittel für jeden Sprüher immer bestens geeignet. Für uns natürlich Beweismittel. Abgenommen eine einzelne Person, insgesamt 30 Sprühdosen. Und auch nochmal ein Klassiker im Sinne der Beweisführung ist das sogenannte Blackbook eines Sprühers. Hier wird er seine Werke verewigen. Das ist wie eine Art Gästebuch anzusehen. Hier darf nicht nur er sich verewigen, sondern auch Freunde von ihm. Hier sehen wir vornehmlich, dass er legale Auftragsarbeiten erledigt hat. Hier wiederum ein sogenanntes Kamikaze-Bild. Hier zeigt sich der Sprüher demaskiert. Bei Tatausführung wird er sich meist mit einer sogenannten Hassmaske vor Entdeckung schützen. Um aber seinen Fame, um seinen Ruhm erhöhen zu können, muss er irgendwann sich demaskieren, um diese Bilder seinen Freunden zeigen zu können, wer sich unter der Maske verbirgt. Für die Polizei natürlich das Beweismittel schlechthin. Mein Name ist Marco Moritz, bin Kriminaloberkommissar im Land Berlin und leite seit 3 Jahren die gemeinsame Ermittlungsgruppe Graffiti in Berlin. Das ist eine besondere Dienststelle innerhalb des Landes. Und das ergibt sich auch allein schon aus dem Namen. Gemeinsame Ermittlungsgruppe bedeutet ein Zusammenschluss zwischen Kollegen der Bundespolizei, also des Bundesgrenzschutzes, sowie der Landespolizei. Zur Größe der Dienststelle ist zu sagen, wir sind 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark, also für das Land Berlin schon eine sehr große Organisationseinheit. Wir bearbeiten Sachbeschädigung, Farbschmierereien, das ergibt sich schon aus dem Namen der Dienststelle, sowie deren Begleitkriminalität, zu der komme ich später noch. Zur Vorgangsbelastung. Im Jahr haben wir in etwa 7000 Strafanzeigen in unserer eigenen Zuständigkeit zu bearbeiten. Should be done.
wenn man irgendwas ansprüht, was einem nicht gehört, und ich sprühe eigentlich bloß Sachen an, die mir nicht gehören, dann weiß ich, dass es eigentlich immer irgendwen gibt, der ein bisschen meckert, ein bisschen sauer ist und nicht schön findet. Und ich weiß so, dass wenn der Polizei oder so kommt, dass ich wegrennen muss. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich gehe nicht damit ran, dass ich wirklich jetzt der Extremkriminelle in dem Moment bin. Ich habe mich lediglich mit dieser Kriminalisierung abgefunden und weiß, dass es im öffentlichen Sprachgebrauch oder im öffentlichen Denken, vor allem im juristischen Denken, als Zerstörung geahndet wird. Aber muss sagen, diese Einstellung prangere ich an und finde es nicht in Ordnung. Ja, wir bewegen uns, wenn wir den Ursprungstatbestand hier bearbeiten, also die Sachbeschädigung im Bereich § 303, 304 Strafgesetzbuch. Der sieht eine Strafandrohung vor zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe. Das ist also kein Verbrechenstatbestand, sondern ein Vergehenstatbestand. Die Höhe der Bestrafung obliegt dann immer der Einzelfallprüfung des Richters, sollte es zu einer Anklage kommen. Und dem Richter stehen hier natürlich verschiedene Instrumente zur Verfügung. Und ich denke mir, dass die Freiheitsstrafen ja dann auch zu Recht als Ultima Ratio, als letztes Mittel ausgesprochen werden. Das Problem bei Graffiti ist, dass wir Täter haben, denen es darauf ankommt, auch möglichst viele Besprühungen vorzunehmen. Und die Polizei und die Staatsanwaltschaft stehen dann später vor dem Problem, diese Tagnamen, unter denen die Leute sprühen, einzelnen Tätern nachzuweisen. Wir haben in den Regelfällen keinen Täter vor Ort, wir haben keinen Zeugen, der irgendetwas gesehen hat. Wir haben den Schriftzug an einer Wand oder an einer S-Bahn. Wir haben vielleicht noch mal eine Dose, die wir vor Ort finden, in der Regel schon keine Fingerabdrücke mehr. Und selbst Fingerabdrücke würden nicht viel weiterhelfen, weil die Dosen weitergegeben werden. Und dann wird in einem Puzzlespiel versucht nachzuweisen, diese Person nützt diesen Namen. Und dann kommt der große Fehlschluss der Ermittlungsbehörden ins Spiel, nämlich dass ein Tagname immer und zwingend von einer Person benutzt wird. Also sozusagen ein weltweites Copyright auf Tagnamen. Das ist natürlich ein schöner Wunschglaube. Dass der weitergepflegt wird, liegt einfach daran, dass es die einzige Möglichkeit ist, einen Tatnachweis zu führen. Gerne eigentlich einen Teil meiner Arbeiten zu Hause haben, um einfach zu sehen, was ich gemacht habe und auch Freunden zu zeigen, was ich gemacht habe. Kann das aber nicht. Weil sobald ich irgendwie mal aufgefallen bin, muss ich jederzeit mit einer Hausdurchsuchung rechnen. Und die Sachen, die dann bei mir zu Hause liegen, die würden dann als Beweismaterial gegen mich verwendet werden. Und dann hätte ich eben eine Menge Probleme, die ich nicht haben will. Deswegen sitze ich auch so hier, wie ich hier sitze. Möchte eben irgendwie mein Gesicht nicht zeigen, weil es einfach nicht möglich ist. Manchmal frage ich mich, wieso kann man nicht gleich runtergehen und die Wand, die einem direkt vor der Nase steht, wieso kann man nicht einfach anmalen? Oder irgendeine räudige Mauer, die irgendwo einen Weg lang geht. Es muss gar nicht das neu sanierte Haus sein. Ich stelle mir auf jeden Fall nach und nach immer mehr die Frage, ob überhaupt, ist es überhaupt schlimm, dass ich gerade eine Wand angesprüht habe? Ist es überhaupt schlimm, dass ich gerade die S-Bahn angemalt habe? Ich fühle mich überhaupt nicht kriminell. Und ich fühle aber gar kein Schuldbewusstsein der ganzen Sache gegenüber. Ich finde es einfach gut sogar. Ja.
Also Verantwortung für das, was man als Graffiti-Sprüher macht, ist so eine Sache, weil irgendwie man hat ja eine zweite Identität und in dieser zweiten Identität habe ich eigentlich kein großes Verantwortungsgefühl für das, was ich mache. Vielleicht in meiner bürgerlichen Identität ist das da vielleicht, habe ich vielleicht mehr Verantwortungsgefühl als in der Graffiti-Identität, aber eigentlich so Verantwortung für den Schaden, den ich gemacht habe oder sowas, da denke ich eigentlich gar nicht so viel drüber nach. Ein Teil unserer Arbeit besteht neben der Auseinandersetzung mit der Thematik auch in praktischen Beispielen. Wir haben den großen Stern mit einer Firma sauber gemacht. Der war auch völlig zugeschmiert. Das war wirklich ein Schandfleck für diese Stadt. Wir haben in Steglitz-Zehlendorf Bezirksgruppe Noffiti, die seit 5 Jahren in verschiedenen Parks Bänke reinigt. Und die Papierkörbe und auch Kinderspielplätze. Und im Juli dieses Jahres konnten wir die 1000. Parkbank reinigen. Das war eine schöne kleine Zwischenbilanz. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Und hinzu kommt noch, das ist auch eine schöne Langzeitwirkung, die wir erreicht haben. Das, was bisher Noffiti-Aktivisten ehrenamtlich gemacht haben, hat jetzt der Bezirk gesagt,
wir sind jetzt davon überzeugt, dass es sich lohnt, die Parks und die Parkbänke sauber zu halten. Und Sie haben jetzt 5 Sozialhilfeempfänger angestellt, die jetzt dies professionell machen in fachlicher Begleitung. Und eine Firma sogar gesagt hat, wenn 1, 2 oder 3 Leute von dieser Gruppe sich bewähren, sind wir sogar bereit, die in unsere Firma in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen. Also insofern ungeahnte sozialpolitische Langzeitwirkungen, die auch nur ein Engagement von Graffiti-Entfernung bringen kann. Viele Menschen derart verfälscht sind oder deren Blick auf die Sache ist derart verfälscht durch Zeitungen und durch öffentliche Medien, dass sie wahrscheinlich sofort ihren Hass empfinden, wenn sie irgendwas Graffiti-mäßiges sehen. Betrachtet man dagegen aber Kinder, die auf dem Bahnhof stehen und dann fährt ein bunter Zug ein, dann stehen die davor, sind meistens kleiner noch als der Zug oder als das Panel selber, und stehen davor und gucken es an und sind begeistert. Und da sieht man natürlich, wie geil Graffiti doch ist. Auf manchen Reisen von mir habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass auch Menschen, die unvoreingenommen auf Graffiti treffen, das passiert vor allem dann, wenn man Länder besucht, wo es Graffiti einfach noch nicht so richtig gibt. Man kann halt an den Menschen beobachten, die wirkliche Reaktion ist. Ja, eben drum. Man sieht, dass die gar keinen Hass empfinden, man sieht, dass die es einfach geil finden, man sieht Menschen, die davon sogar Fotos machen. Manche finden es dann eben schön oder nicht, aber zumindest nehmen sich die Zeit, drüber nachzudenken, man merkt es wirklich. Das ist schön, das ist in Berlin und in Deutschland verloren gegangen durch die Medien, die halt die Menschen versaubeuteln, sodass der Durchschnittsblogger einfach bloß noch weiß, die Stichpunkte, Graffiti ist verboten, Graffiti ist illegal, deshalb ist Graffiti scheiße und Graffiti ist Zerstörung und Vandalismus. Das hat sich in jeden Kopf so reingehämmert. Wir wollen ja, dass gerade die Kleinsten auch mit einem gewissen Wertebewusstsein aufwachsen. Und mit welchem Wertebewusst sollen die aufwachsen, wenn sie erleben, ihr Kinderspielplatz ist immer natürlich völlig verwahrlost und beschmiert. Oder die Kita ist völlig verwahrlost und beschmiert. Wo soll dann ein gewisses Wertebewusstsein und eine Wertschätzung herkommen? Und ich denke, da sollte man recht frühzeitig damit beginnen. Wenn sie drüber sich ärgern, wenn sie meckern. Ich freue mich, wenn sie geil finden, drüber reden. Worüber ich mich nicht freue, ist, wenn sie da nicht für voll nehmen. Und einfach in ihrem blöden, stupiden Arbeitsdasein, in ihren Alltagsgeschehen gar nichts mehr raffen, wie sie all andere um sich nicht raffen. We'll be right back.
wird nicht weniger. Es ist ein Teil der Gesellschaft. Und egal mit welchen Repressionen da mal kommt, man dort kommt und versucht, was gegen die Writer zu machen, das ist einfach ein Teil, den man irgendwie nicht mehr aus der Gesellschaft wegkriegt. Und da kann man noch so viel Geld in irgendeine Spezialeinheit, in irgendeinen Untersuchungsapparat und so weiter buttern. Das wird sich nicht ändern. So. Das sollten eben so, weiß ich nicht, Politiker eben erkennen und lieber versuchen, so miteinander zu finden. Statt irgendwie, ja, da irgendwie krass mit irgendwelchen Strafen dagegen anzukämpfen. Das hat einfach keinen Sinn so. Ja, ich arbeite seit ungefähr 10 Jahren an der Reinigungschemie. Reinigungschemie schlechthin erstmal allgemein und dann seit ungefähr 5 Jahren an der Graffiti-Reinigung. Speziell an der Graffiti-Reinigung. Und hier habe ich mir auch ein spezielles Feld ausgesucht, nämlich auf der Basis von Naturprodukten. Naturprodukten, die Graffitis zu reinigen, sodass also keine Vergiftungen und auch keine Schädigungen der Umwelt und auch der Menschen, die damit arbeiten, eintreten kann. Ja, das ist dann so gewesen, dass ich dann hier, wie viele Produkte sind das? Ich spreche immer von meinen Kindern, und hänge auch da dran. Das sind inzwischen also 8 Kinder geworden, die hier auf dem Markt sind und die verkauft werden und auch gerne benutzt werden. Sie riechen sehr gut, riechen nach Apfelsine und sind sehr wirksam und arbeiten auch bis zum Nullpunkt. Also wir können auch bei leichten Frost arbeiten, während das andere oft nicht tun, die Wasser enthalten, nicht? Ja. Mein Geheimnis war dann, das kann man schon so sagen, das richtige Mischungsverhältnis zu finden für die Graffiti. Und das haben wir hier gefunden und praktizieren das hier. Und das läuft gut. Und wir sind eigentlich für die Verkehrsbetriebe Berlin der Marktführer. Dort werden dann diese Schutzsysteme eingesetzt. Und wie schon gesagt, diese Graffitis auf diesen Flächen lassen sich dann sehr leicht entfernen. Und das ist auch, da muss ich mal jetzt eingehen auf die Leute, die die Graffitis aufbringen. Das sollte die auch mutlos machen. Sagen das ganz bewusst. Wenn die dann immer wieder entfernt werden und sofort entfernt werden, haben die Leute keine Lust mehr, diese Verschandelung der Umwelt ständig zu wiederholen. Was ich aber so persönlich total witzig finde, ist, dass irgendwie, für mich gibt es da eben so eine Parallelität. Es gibt eben Leute, die dann irgendwie anfangen, Symbole genauso wie Namen zu schreiben. Und auf einmal kann irgendwie von kleinem Kind bis zur alten Oma jeder was damit anfangen. Und die Grafikdesigner finden es irgendwie alle ganz toll und finden es ganz schick und sagen, wow, das ist aber ganz toll. Da muss man sich irgendwie nur mal diese Vögel angucken, die halt immer wieder in der Stadt auftauchen oder diese gelbe Hand oder irgendwas. Da stehen eben die Leute da und die irgendwie vorher Gegner waren oder alles scheiße fanden und sagen, ey, aber das finde ich irgendwie gut. Das ist irgendwie total absurd für mich, weil das irgendwie dabei auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auch um genau dasselbe geht. Da wird eben statt Namen ein Symbol verwendet und genauso verbreitet und ist genauso illegal und ist genauso irgendwie nicht gewollt, aber auf einmal findet es ein Großteil der Leute gut so und kann irgendwie was damit anfangen. Also so gesehen steht man dann irgendwie schon da und fragt sich so, ist ja komisch so, wie einfach, weil man in dem Moment eben sieht, wie einfach man eigentlich auch so Leute in einer Gesellschaft so, ja, auch eben in Bezug auf Graffiti manipulieren kann so.
Hauptbeschädigte. In Berlin sind Träger des öffentlichen Personennahverkehrs, ganz klar, S-Bahn, Deutsche Bahn AG und BVG. Zusätzlich dazu kommen Privateigentümer, Häuser, Garagen, im Grunde all das, wo sich Möglichkeiten zum Sprühen bieten. Wir haben im letzten Jahr eine abschließende Schadenssumme gehabt, in etwa auf dem Stand von 25 Millionen Euro. So, ich habe mir irgendwann mal gesagt, so, dass die Dinge, die ich tue im Bereich, in meinem Leben, die muss ich für mich selber verantworten können. Und es hat nichts mit Gesetzen zu tun, ob es legal ist oder illegal, sondern es hat was damit zu tun, dass ich das sozusagen für mich selbst von meiner Moralvorstellung her vertreten kann. Und ich habe mir gesagt, so, wenn ich Dinge bringe, die ich von meiner Moralvorstellung her nicht vertreten kann, dann ist es auch okay, wenn ich dafür bestraft werde und wenn ich dafür erwischt werde, weil ich auch nicht möchte, dass irgendwie Leute zu mir kommen, mir die Wohnung zerkloppen und danach wieder gehen so und sagen, ey, coole Sache habe ich da gemacht. So. Darum geht es einfach nicht. Ich hätte Schuldgefühle, wenn ich Scheiben schmeißen würde oder wenn ich Telefonzellen abbrennen würde oder wenn ich Autos aufknacken würde oder wenn ich wirklich Sachen beschädigen würde. Aber ich beschädige keine Sache, ich verschönere sie. Zerstörung ist es meiner Meinung nach nicht. Im Gegenteil, das ist eigentlich eine Verschönerung fast überall. Wir machen eine neue Farbfläche drauf, das ist oft eine Oberflächenversiegelung der Wände und des Metalls. Wenn das der Inhaber nicht wünscht, sei Problem. Ob es Kunst ist, naja, im seltensten Fall. Als Kunst würde ich es nicht bezeichnen, als künstlerisch wertvoll schon. Kunst hat erstmal den legalen Aspekt und den bearbeiten wir hier natürlich nicht. Künstlerisch wertvoll in manchen Bereichen sicherlich. Wir haben auch Beispiele gehabt in der Vergangenheit, dass diese Leute legale Arbeiten geführt haben und nunmehr auch Bücher veröffentlicht haben im Bereich Comiczeichnung und so weiter. Das sind mit Sicherheit die Ausnahmen. Das sind durchaus Künstler, und ich hatte es ja bereits anfangs erwähnt, umso unverständlicher, dass diese Leute ihr Talent regelrecht verschleudern. Wow, it's dope, dope stuff. Cool. It's really cool. Wow. Für mich persönlich ist Kunst was, wenn man wirklich was zu sagen hat, wenn man was rausbringen will und das irgendwie schafft. Und die meisten Graffiti-Sachen haben eigentlich die gleiche platte Aussage, wenn sie überhaupt eine Aussage haben. Also es ist eher so eine Art Eigenwerbung irgendwie, die man da macht. Also es ist nicht sehr viel dahinter. Und auch die Form ist ja nun sehr, sehr häufig eher gleich. Störung ist, wenn ich mir was nehme und das kaputt mache. Ich will aber Dinge verändern. Also möchte ich schon Leute in eine Richtung lenken. So. Das ist aber, das ist nicht Kunst so. Kunst ist, also sehe ich schon auch so, dass da irgendwie so ein, auf jeden Fall eine Aussage dahinter stecken sollte. Und die Aussage, naja, die Aussage habe ich für mich noch nicht gefunden. Thank you.
Ich entferne jetzt Graffitis an einer Probewand. Ich habe also ein Produkt hergestellt und möchte jetzt die Funktionsfähigkeit dieses Produktes testen. Und dazu habe ich diesen Endprüfplatz hier, wo jedes Produkt nach jeder Produktion geprüft wird. Und ich habe mir hier diese Silberfarbe ausgesucht und versuche sie jetzt zu entfernen. Ich fange jetzt an zu putzen. Sie sehen, wie das wunderbar weggeht. Mit einmal, zack, weg ist es. Hier. Es ist also weg. Und nun ist es leider so, dass es sehr viele verschiedene Graffiti-Stoffe gibt. Und das Silberne ist nicht gerade das Schwierigste. Das Schwarze hier, da werden Sie jetzt merken, dass ich da weitaus mehr Schwierigkeiten habe. Das ist, das heißt Molotow, das Zeug. Und das sprühen Sie neuerdings hier auch in Berlin. Ich habe es zum ersten Mal in Zürich in den Händen gehabt, kommt aus Frankreich und ist eine Art Unterbodenpflege für Autos. Und hier wird es bei beiden nicht so schnell gehen. Das werden Sie gleich sehen. Da muss ich also erst einwirken lassen und dann kriege ich es auch weg. Aber es dauert länger. Und das ist bei uns gar nicht so sehr beliebt. Ich habe es oben bei mir auf dem Schreibtisch stehen und hier muss man ganz schön putzen, um das wegzukriegen. Es geht aber auch, wie Sie sehen, schwarz und dann ist es auch weg. Die Gesellschaft will auch nicht, wir sind Teil der Gesellschaft. Sie müssen es akzeptieren. Wir können auch nicht vernichtet werden, weil wir Teil der Gesellschaft sind. Wir sind immer am Start. Wenn es nicht wir beide sind, dann sind es andere. Wenn wir damit aufhören, machen andere weiter. Wenn man mich dafür bestrafen will, klar, dann kommt man früher oder später zu der Möglichkeit, das zu tun. Weil jeder Sprüher wird früher oder später erwischt und ist für das verantwortlich, was er macht. Ich kann aber nur sagen, ich kann das moralisch für mich vertreten, was ich gemacht habe. Ich kann nicht sagen, dass das Besprühen von Wänden oder U-Bahnen nun mich besonders begeistert. Das sind strafbare Handlungen, dass sich Leute darüber ärgern, das kann ich gut verstehen. Ich finde allerdings schon, dass wir vielleicht andere gesellschaftliche Probleme haben, als insbesondere diese intensive Verfolgung von Sprayern. Also ich habe noch irgendwie so einen Traum, wie ich vielleicht mich mal wirklich in die Gesellschaft integrieren kann und noch meine Brötchen bezahlen kann, möglichst ohne Graffiti und ja, mal sehen, ob ich da irgendwann ankomme. Unser Interesse ist wirklich dieses Land, diese Städte und die Dörfer von dieser Last zu befreien. Diese Diskussion ist sicher noch nicht beendet. Man wird sicher mal einen Weg finden, dass man auch Graffitis auf Bestellung auch duldet, wenn der Eigentümer das von einem guten, anerkannten Künstler sich machen lässt. Aber dazu möchte ich nicht weiter sagen, das ist nicht mein Feld. Es soll auf keinen Fall verwaschen werden. Unsere Konturen stehen fest. Wir wollen das nicht. Gekommen bin ich wie die Jungfrau zum Kind. Auf einmal waren sie da. Zur Motivation, die ist natürlich in diesem Bereich mannigfaltig. Also ich bin auch Teil der Gesellschaft. Ja, er hat sauber. Nee, Mann. Schmutzig. Das gibt einem natürlich ziemlich Power zu sehen. Sowas kann ich ganz alleine schaffen und sowas, da brauche ich irgendwie keine Schule für, kein Studium für, kein gar nichts für. Das habe ich mir alles irgendwie selber aufgebaut.